Huhu, endlich ist Sonntag. Jetzt mal Hand auf Herz. Wie lange habt ihr jetzt darauf gewartet? Ich konnte es auch kaum erwarten. Ja, ihr wisst ja jetzt, was kommt. Wir kümmern uns heute die erste Folge, der erste Rosinski-Sonntag. Und ja, wir kümmern uns um den Rosinski-Schlupf. So sieht das aus. Und das schauen wir uns jetzt, Gott sei Dank, mal genauer an. Bis gleich. YouTube, herzlich willkommen zurück. Der Diverses-Kanal meldet sich wieder. Und ja, nun ist es endlich soweit. Ja, ich freue mich schon riesig. Und zwar kümmern wir uns ja heute am Sonntag. Also, ich habe das Video natürlich schon diesmal vorgedreht, aber das macht ja nichts. Jetzt ist es Sonntag, dann seht ihr das. Wir werden uns jetzt jeden Sonntag mal mit den Rosinski-Schnupftabaken beschäftigen. Und das ist wirklich eine Sache, die mir schon wirklich lange auch am Herzen lag. Nur ich mich da auch ehrlich gesagt noch gar nicht so rangetraut habe. Lang, lang ist's her, da bin ich darauf durch Zufall auch drauf gestoßen, dass es ja auch noch anderen Schnupftabak gab und auch noch einen anderen Hersteller aus Deutschland. Es gab ihn ja auch ganz, ganz lange Zeit nur bei Snuff & More und beim Snuff Store gar nicht. Jetzt mittlerweile gibt es ihn auch beim Snuff Store und das finde ich natürlich auch sehr klasse, weil man jetzt tatsächlich auch zwei Shops hat, wo man aussuchen kann. Allerdings muss man gleich sagen, bei Snuff & More gibt es mehr Auswahl, also nicht an den Sorten, aber von den Verpackungen her, ne? Also es gibt da ein bisschen größere Nachfüllpacks. Das, warum Nachfüllpacks, komme ich auch gleich nochmal zu. Wird also ein bisschen länger heute das Video. Also es wird nicht nur die schwarze Minze Review, sondern wir wollen uns um das ganze Thema heute schon mal anfangen, so ein bisschen anzuschneiden und das Ganze dann in den nächsten Sonntagen immer weiter fortlaufen lassen. Ja, warum ist Rosinski, was ist das? Warum ist das überhaupt so besonders? Also ich muss sagen, wir haben uns ja jetzt lange durch ganz viele Schnupftabake probiert. Wir haben Pöschel fast ganz durch. Bernhard, glaube ich, haben wir sogar durch. Ich weiß es. Doch, die Jubiläums fehlt immer noch. Das haben wir fast durch. Wir haben in verschiedenen Ländern geguckt. Wir haben verschiedene Sorten ausprobiert, verschiedene Variationen ausprobiert. Wir hatten südafrikanische, wir hatten deutsche, wir hatten welche aus der Schweiz, aus England sowieso, aus den USA, aus Indien, die ja auch sehr speziell sind. Jetzt aber tatsächlich gibt es Schnupftabake, die wirklich von der Art her eine ganz, ganz besondere Sache sind. Also, ja, wie soll ich jetzt am besten anfangen mit dem Thema? Ja, also, wenn man jetzt auf den ersten Blick mal guckt, denkt man, boah, was sind die so teuer? Ja, das fängt bei Nummer 1 schon mal bei der Verpackung an. Denn bevor wir jetzt überhaupt mal einen Tabak reviewen, die Verpackung. Es gibt verschiedene Dosen. Ihr kennt, wer das Driesener Video kennt, der weiß, was ich meine. Also es sind ganz spezielle Gläser, die sind nämlich aus ultraviolettem Glas. Da kann man, wenn man, ich die Internetseite übrigens blende ich gleich oder sind dann in der Beschreibungsbox mit drin, sodass ihr dort auf die Seite auch mal raufgucken könnt bei Rosinski. Ja, da könnt ihr ganz, ganz viele Infos auch über die Verpackung kriegen, weil das sind nämlich, wie gesagt, von so einer speziellen Firma, ich habe den Namen jetzt leider vergessen, sind das ganz spezielle Gläser, die vor Feuchtigkeit und vor Licht schützen. Ja, das auch ist schon mal eine erste Sache, wo man denkt, oha, Respekt. Das dafür zu investieren, ist schon mal dann eine interessante Sache. Ja, das ist auch wirklich Glas. Also ihr habt zwar einen Plastikdeckel, das ist nun mal ganz klar. Aber man kann das jetzt nicht hören. Aber es ist, wenn ihr es hört, es ist Glas. Also es ist ganz ultraviolettes Glas. Und die Verpackungen alleine, die sind schon wirklich klasse. Weil wir haben hier oben, wenn ihr nochmal, ich mache mal das Driesener-Video endet, hier oben nochmal so einen richtigen Dichtungs. Ja, das ist so wie so ein Kunststoff hier drin, über den ganzen Deckel hinaus.
das auch wirklich dann dicht hält. Und wie gesagt, es ist jetzt auch schon ein gutes halbes Jahr her, dass ich den Driesener bestellt habe und er ist nach wie vor noch so frisch wie am ersten Tag. Also auch die Gläser sind da schon mal super. Ja, was macht das Ganze jetzt aus? Bei Rosinski ist es das so, dass das wirklich, dass der auch wirklich die Tabakblätter, das werden sicherlich andere auch haben, aber ich glaube nicht in so einem Ausmaß, dass der den Tabak auch, so wie ich es zumindest auf der Internetseite gelesen habe, ihr könnt das auch alles nochmal auf der Internetseite nachlesen, der hat das ja sehr, sehr schön auch aufbereitet, sodass man das auch wirklich ganz gut verstehen kann. Also der hat quasi halt auch, der kennt quasi seine Tabakplantagen. Das finde ich dann auch schon mal so ein super Weg. Ich werde nebenbei nochmal die Internetadresse aufmachen, damit ich hier vielleicht nochmal das ein oder andere mehr dazu erzählen kann. Und zwar ist das, ich schreibe die wie gesagt auch unten nochmal rein, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall auch nochmal angucken. Ja, und also ich habe mir diese Internetseite auch schon vorher dann mal angeguckt und die hat mich wirklich schon angesprochen, weil auch hier wirklich gut erzählt wird über die, auch selbst die Verpackung, ne? Also das ist zum Beispiel, die Gläser sind von der Firma Miron und Violettglas schützt deinen Schnupf vor schädlichem UV-Licht und lagert ihn sicher vor Nässe. Ja, da kann man sich auch noch tatsächlich auch noch über das Glas auch noch, also über die Verpackung selbst sogar, auch noch Infos holen. Finde ich sehr gut. Ja, und auch die Seite so, also es gibt bei Rosinski so verschiedene Schnupfsorten, das kann ich euch hier, das zeige euch einfach gleich nochmal die Internetseite, weil so besser kann man es eigentlich gar nicht so zeigen. Und da erklärt er, was es so für Tabakvariationen gibt. Also ist tatsächlich auch, was mich auch wirklich als allererstes, deswegen habe ich den Driesener auch mal als erstes damals dann auch bestellt, dass es tatsächlich grüner Schnupftabak ist. Also der ist wirklich ganz grün. Ja, wenn ihr nochmal das Video, ich kann es euch auch hier gerne nochmal als Beweis zeigen, wenn man das jetzt sieht. Also der ist wirklich zwar dunkelgrün, aber er ist komplett grün. Und das hat mich schon so damals schon so fasziniert, dass ich gesagt habe, Mensch, den musst du auf jeden Fall mal bestellen. Jetzt egal, wie teuer er ist, einfach mal ausprobieren und mal zu gucken, warum und wieso. Und also ich muss wirklich sagen, ihr kennt ja das Video. Ich war da ja wirklich auf Anhieb begeistert von, bin ich auch nach wie vor noch. Und also da muss ich wirklich sagen, das ist seinen Preis auch wert. Ja, aber nun erstmal zu den Variationen. Und zwar hat er hier ganz gut aufgeschrieben, ich nehme einfach mal die Kamera mit und wir filmen das einfach mal ganz schlecht hier von der Dings ab. Also man kann hier sehen, hier sind die verschiedenen Farben und dann steht hier auch tatsächlich noch, was das hier für Farben sind. Grüner Schnupf, dann ist hier eine kurze Erklärung mit bei. Dann gibt es hier brauner Schnupf und schwarzer Schnupf und Schmalzer. Also ganz, ganz tolle Erklärung auch zu den Schnupftabaken. Und dazu kommen wir dann aber auch auf jeden Fall noch bei den einzelnen Sorten nochmal genau hinzu. Und hier sind auch die Sorten dann ganz toll beschrieben und auch präsentiert. Zwar jetzt gibt es mittlerweile schon ein oder zwei neue, glaube ich, oder einen neuen auf jeden Fall, der hier noch nicht mit bei ist, aber ich denke mal, das wird in Zukunft auch noch kommen. Und auch hier die Informationen über die Rohstoffe. Tabak, die Tabakpflanze, von denen wir unseren Tabak beziehen, kennen wir persönlich, wie auch die Felder, auf denen unser Tabak wächst. Ebenso kennen unsere Pflanzer die Ansprüche, die einen Schnupfmacher von einem Hersteller von Rauchwaren unterscheidet. Unser Burley und virginischer Tabak stammen aus Brandenburg, unweit von Frankfurt, sowie aus dem polnischen Kujawien, unweit von Thorn. Gut, von dort stammen auch unsere Skroniowski und zwei andere Landsorten. Ja, also das sind wirklich auch regionale Produkte. Gut, ich will jetzt mal sagen, ich komme jetzt nicht aus Brandenburg oder aus Potsdam, aber es sind halt wirklich auch dafür auch wirklich regionale Produkte, die er da halt auch verwendet. Und ja, und auch die Zusatzstoffe, alle anderen Zusatzstoffe, die wir verwenden, könnte man auch zum Kochen gebrauchen. Das für uns verwendete Salz ist Meersalz von der französischen Atlantikküste. Allein das ist auch schon mal der totale Hammer. Der von uns verwendete Kalk ist Schulpmehl, gewonnen aus Sepiaschalen. Nur beim Öl nützen wir ein fertiges Produkt. Wir verwenden Weißöl medizinischer Güte, das nicht ranzig werden kann. Ja gut, okay. Aber das macht das halt schon so ein bisschen was Besonderes. Das kennt man von den anderen. Ich drehe mal wieder die Kamera. Das kennt man von den anderen Schnupftabakherstellern nun wirklich gar nicht. Und deswegen hat mich das auf Anhieb auch begeistert. Und ich habe das jetzt Ganze auch so ein bisschen erstmal in den Hintergrund gerückt, den Rosinski. Nicht, weil ich es nicht reviewen wollte und unbedingt probieren wollte, sondern weil ich einfach gedacht habe, warte erst mal ab, bis du noch mal ein paar mehr Abonnenten hast.
Und nun grenzen wir langsam an die 500er-Grenze ran, was ich auch wirklich nie gedacht hätte. Aber jetzt mal ein anderes Thema. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist es, denke ich mal, Zeit, sich dem wirklich auch mal anzunehmen. Wir haben jetzt wirklich viel auch schon probiert. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt kann ich euch das bestmöglich versuchen, euch das wirklich mal zu zeigen, weil diese Schnupftabake wirklich, wirklich ganz besonders sind. Ne? Und wir werden jetzt im Laufe der Zeit mit den Videos auch immer mal das ein oder andere zeigen. Also wie gesagt, es gibt halt diese besonderen Gläser. Meistens sind die in diesen 5 Gramm Döschen drin. Ne? Es gibt aber auch die 15 Milliliter. Also die haben das eigentlich immer Milliliter angegeben. Also das sind dann, also hier steht zwar nur, ich weiß jetzt nicht, wie viel Milliliter das sind, aber hier steht, da steht 5 Gramm. Also das sind zum Beispiel 15 Milliliter Behälter. Und dann haben wir noch die Nachfüllpacks, die 30 Gramm Nachfüllpacks, damit man dieses Glas halt auch nicht wegschmeißen muss und auch ein bisschen günstiger, sag ich mal, dann mit dem Schnupftabak, den man hat, das dann auch wieder aufzufüllen, wenn man jetzt eine Sorte hat, die einem besonders gut schmeckt. Gut. Das erstmal zur Einführung. Jetzt gibt es einen kurzen Break und dann geht's los mit der schwarzen Minze. Bis gleich. Mal kurz Luft holen, jetzt geht's weiter und zwar kümmern wir uns jetzt um die schwarze Minze und ich habe jetzt gedacht, zelebrierst du das hier jetzt alles irgendwie besonders, indem du jetzt hier irgendwie eine große Show machst oder so? Nein, das möchte ich jetzt natürlich nicht machen, wer jetzt das gedacht hat. Ich ziehe mir jetzt hier auch keinen Anzug an oder mache einen Handstand und schnupfe den dabei. Nein, es wird die ganz normale diverses Kanal Kriterium geben. Es wird sicherlich auch der ein oder andere von Rosinski dabei sein, der mir persönlich jetzt nicht schmeckt. Das sind aber dann wiederum das besondere Thema Geschmackssache. Von der Qualität und von der Verarbeitung her sind sie alle 10 von 10 Punkten. Wenn nicht sogar 12 von 10 Punkten. Aber es gibt natürlich verschiedene Geschmäcker. Deswegen wundert euch nicht, wenn meine Wertung, sag ich mal, etwas schlechter ist. Aber das ist einfach mein persönlicher Geschmack. Ich versuche euch das so gut wie möglich auch zu rüberzubringen. Und deswegen... ja, soll das auch jetzt irgendwie kein besonderes, großes Ding sein. Ich möchte eigentlich da schon relativ, wie ich sonst auch einen billigen Schnupftabak auch sonst reviewen würde. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Ja, wie machen wir das eigentlich immer? Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen. Nein, wir fangen ganz normal an. Also, wenn ihr diese 5 Gramm Dosen bestellt, dann bekommt ihr das hier so in so einer Tüte noch mit drin, in so einem Zip-Beutelchen. Das heißt, es ist also doppelt geschützt. Ihr habt nicht nur das Glas, sondern auch noch das Zip-Beutelchen. Hier steht dann, achso, ich zeige euch am besten das auf dem Tisch. Machen wir ja sonst auch immer, ne? Ja, so sieht das Ganze dann aus. Also wie gesagt, hier ist das dann so ein Zip-Beutelchen. Hier oben steht dann noch der Warnhinweis drauf. dieses Tabakprodukt kann ihrer Gesundheit schädigen und macht abhängig. Ja, das steht jetzt nämlich auf der Flasche nicht drauf. Macht aber nichts. Das wollen wir ja auch gar nicht so unbedingt wissen. Naja. So, wenn man das denn hier rausgepult hat, so wie ich, schlau gemacht, dann hat man hier diese Flasche. Ja, und das Ganze ist eigentlich recht einfach gestrickt. Hier steht einfach drauf, schwarze Minze, Rosinski Frankfurt, schwarzer Schnupf. Das war's. Hinten nichts. Keine weiteren großen Informationen drauf. Nur einfach ein kleines Patch drauf, wo das draufsteht. Ja, dann gucken wir uns die Verpackung an. Wir haben hier, wie gesagt, so ein kleines Glasfläschchen mit oben, einen Plastikschraubverschluss. Wir drehen das Ganze jetzt mal auf, um mal ein bisschen reinzugucken. Also es ist halt auch mit Drehverschluss. Das finde ich schon mal sehr gut. Dadurch halten die natürlich auch länger frisch, was ja auch der Sinn ist. Und wenn man jetzt hier, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht da drin, aber hier drin ist auch wie in den großen Behälter auch so ein ganzes, ich würde mal sagen, aus Kunststoff oder irgendwie so, bisschen weich. Das hält halt dann luftdicht. Ja, gut. Jetzt kommt schon der Minzgeruch durch. Und ja, ich würde sagen, schütten wir den mal ein bisschen auf den Tisch, obwohl es mir wirklich im Herzen blutet, weil man das eigentlich wirklich nicht verschwendet. Aber trotz all dem, nur mal, um sich das so ein bisschen anzugucken. Ja, da gibt es gleich zu Anfang einen ganz, ganz minimalen Minuspunkt. Die Dosierung aus diesen Glasdöschen ereignet sich, ihr werdet es, ich zeige euch mal eins, wo ich jetzt noch nicht so viel rausgenommen habe. Die sind wirklich bis oben hin, wenn sie voll sind, zum Rand gefüllt, was natürlich super ist. Aber, na guck mal, hier habe ich jetzt auch schon wieder so viel rausgeschnupft. Jetzt muss ich mal einen rausnehmen, wo ich jetzt noch gar nicht bei war.
Ist natürlich schwierig, wenn man die hier stehen hat, dass man die nicht mal probiert. Aber wie gesagt, ich will das ja so machen, dass es einmal die Woche ist. Also, naja, gut, egal, ich brauche es jetzt nicht zeigen, werdet ihr dann irgendwann mal sehen. Die sind wirklich bis hier oben zum Rand hin vollgefüllt und sind sehr fest gepresst oben. Und dann kriegt man das schwierig raus. Man muss erstmal so mit so einem Zahnstocher oder so reinfummeln, dass es das so ein bisschen locker wird, dass das dann noch rauskommt. Dann ist allerdings die Portionierung ein bisschen schwierig, weil doch leider ein bisschen viel rauskommt. So, zack. Ne, also das ist dann schon ein bisschen mit Kunst verbunden, gerade wenn sie ganz voll sind. Jetzt mittlerweile, wo das vielleicht schon, ich weiß nicht, wie viel hier noch drin ist, vielleicht noch ein Viertel oder so. Ich habe da schon ordentlich Gas gegeben mit der schwarzen Minze. Dann gestaltet sich das als etwas schwierig. Gut, ob man das jetzt als Minuspunkt ansehen sollte, ist die zweite Frage. Vielleicht bin ich auch einfach schlichtweg zu doof. Das kann natürlich auch so sein. Ja, aber gut, wir schauen uns jetzt mal den Tabak an. Ja, wir haben hier... machen wir den noch mal ein klein wenig mehr. So, wir haben hier überraschenderweise einen ziemlich grobkörnigen Tabak. Ich hätte die jetzt eher auf feiner getippt. Die auch von der Konsistenz her, ich habe schon wieder dreckige Fingernägel, ich bin ein altes Schwein. Die hier von der Konsistenz her doch recht trocken wirken, aber doch eher in den öligeren Bereich reingehen. Wir haben wirklich eine schöne Konsistenz. Die Körner sind wirklich richtig zu merken, also man merkt wirklich, dass das auch wohl mit Hand gemahlen ist, in so einer, ich stelle mir da tatsächlich so eine Handmühle vor, ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist es auch eine elektrische, keine Ahnung, auf jeden Fall malt die sehr gut und das ist schon, ja, also schön grob, man hat das richtig, so eine handfeste Arbeit auch in der Hand, also das ist schon mal ganz klasse. Ansonsten haben wir hier einen, hier steht zwar schwarzer Schnupf, ich tippe mal eher auf, ich habe schon schwärzere gesehen, ich würde mal eher sagen dunkelbraun, ne, nicht mittelbraun, aber dunkelbraun, aber gut, das liegt im Auge des Betrachters, ist auch nicht jetzt so wild, also, ne, schwarzer Schnupf, hin oder her, ist ja eigentlich auch egal. Gut, dann kann man hier gleich gucken, was der schwarze Schnupf bedeutet, das möchte ich euch jetzt einmal mal schnell, vorstellen. Und zwar steht dann hier schwarzer Schnupf. Schwarzer Schnupf wird aus vergorenem Tabak gewonnen, aber zusätzlich einer weiteren Behandlung unterzogen, zum Beispiel einer Räucherung oder einer Röstung. Schwarzer Schnupf zeichnet sich durch die hintergründige Aromen aus, die die Tabakwürze unterstreichen und verstärken. Schwarzer Schnupf kann je nach Tabaksorte und Herstellungsart durchaus auch sehr hell sein. Die Bezeichnung schwarz bezieht sich nicht auf die Farbe des Schnupfs, sondern auf das Fertigungsverfahren. Ja, also da steht eigentlich dann schon ganz klar drin, dass auch das nicht ganz schwarz sein muss, sondern dass sich das auf das Fertigungsverfahren hinzieht. Siehst du, auch wieder was dazugelernt. Na, also lest euch ruhig vorher die Internetseite durch. Finde ich sehr klasse, wie das hier beschrieben ist. Und so kann man sich da wirklich dann auch viel drunter vorstellen. Gut, okay, dann kommen wir zum Geschmacks- und Geruchstest. Und ja, dann wollen wir mal an dem guten Stück riechen. Ja, wir haben hier gleich einen herrlichen Minzgeruch raus. Ist schwer jetzt mit den konventionellen Schnupftabaken zu vergleichen. Also ich will jetzt auch die anderen Schnupftabaken nicht schlecht machen. Es gibt auch tolle, normale, so wie Hatches oder so. Ne, das will ich jetzt damit nicht vergleichen. Aber hier riecht man doch wirklich sehr, sehr kräftig die Minze rauf. Das Ganze erinnert schon im ersten Geruch sehr an After Eight. Muss ich jetzt mal ganz klar sagen. Wir haben hier doch eher einen After Eight Geschmack. Also die Minze ist wirklich sehr kräftig. Die geht sehr kräftig in die Nase rein. Also das ist wirklich einer der frischen Varianten von Rosinski. Ja, die anderen sind ja eher so ein bisschen naturbelassen. Wir haben jetzt aber gesagt, gut, wir fangen jetzt gleich mit der minzigen Variante an. Ja, also es riecht durchaus nach After Eight. Das kann man jetzt mal so ganz abgerundet mal sagen. Vom Tabak her riecht man hier relativ wenig. Ich würde mal tippen auf eine ganz, ganz leichte Röstung. Ist aber schwierig zu sagen. Also eher Röstung als geräuchert. Sag ich mal so. Also das Rauch, glaube ich, würdest du mehr rausriechen. Ja, wir haben hier eher eine geröstete Variante. Ja, schon mal. Macht Appetit. Dazu muss ich natürlich sagen, man muss jetzt After Eight mögen. Ne? Also ich habe so... Ich kann aber auch nur zwei Stück essen, aber dann ist mir schlecht. Beim Schnupftabak geht es, es riecht wirklich nur so. Ne? Und jetzt würde ich sagen, brauchen wir gar nicht lange drum herum reden, sondern wir probieren ihn einfach.
Und Schnupfspruch. Meine Güte, ey. Ich bin auch wieder durch den Wind heute. Naja, also ich kann ja kurz noch erzählen. Also wie gesagt, es kommt wirklich sehr starkes After-Eight-Aroma. Ich nenne es mal After-Eight-Aroma, weil mir jetzt gar nicht so, in gewisser Weise gar nicht so viel jetzt mehr dazu einfällt. Also man riecht auch die Süße des Tabaks ein bisschen raus. Also tatsächlich kommen hier süßlicher Tabak ist auch viel mit enthalten. Ja, aber durchaus schon mal interessant leckerer. Das ist alles auf Schweizerdütsch hier. So, ich mache jetzt mal rauf. Ne, also wie gesagt, mit dem Packen hier ein bisschen schwierig, aber mit ein bisschen Übung geht's auch. Ne? Ich bin wahrscheinlich auch einfach zu doof, nur das ist wahrscheinlich eigentlich nur mein Problem, nicht, vielleicht auch nicht euers. So, machen wir uns hier mal ein bisschen zurecht hier. Aus der Klosterschule kommen wir, trinken 20.000 Liter Bier und wir feiern unsere Feste und besaufen uns mit Gästen. Aus der Klosterschule kommen wir. Aus der Klosterschule kommen wir, schnupfen 20 Döschen jetzt und hier. Und wir pumpen unsere Samen in den Unterleib der Damen. Aus der Klosterschule kommen wir. Pries. Ja, wieder ein sehr kultureller Spruch. Ne? Gerade im letzten Part kommt die Kultur. Wir müssen ja hier auch ein bisschen Kultur vermitteln. Ne? Also nicht nur, dass wir hier, sondern auch Schlupfsprüche, die wirklich den kulturellen Teil auch abdecken hier. Gerade im letzten Part. Höchst literarisch. Ja. Ich muss noch mal nachpriesen, weil ich mich jetzt schon wieder verklabbert habe. Ja, also, wenn wir ihn reinnehmen, ich habe es jetzt ein paar Tage natürlich schon durchweg getestet, um euch halt wirklich auch ein bisschen mehr darüber erzählen zu können. Ja, also wir haben hier gleich, die Minze kommt natürlich gleich sofort hindurch. Das ist ganz klar zu sagen. Tabak haben wir hier jetzt nicht so viel, bis eigentlich fast gar nichts. Das dauert jetzt einen Moment. Die Minze bleibt recht lange erhalten vom Geschmack. Also es ist auch nicht so, dass die Dinger nach 5 Minuten, nach 5 Sekunden weg sind, so wie bei Tok. Sondern hier hat man wirklich auch eine Länge was von. Also es bleibt natürlich länger in der Nase drin. Die Konsistenz ist jetzt mal nebenbei übrigens auch total klasse. Einfach, weil das sich auch super für Anfänger eignet. Auch wer jetzt noch gar nicht geschnupft hat, kann den ruhig mal versuchen. Also das sollte durchaus kein Problem sein, den zu schnupfen, auch als Anfänger. Weil jetzt mal, sag ich mal, als Achtelprofi, wie ich mich jetzt mal nennen würde, also schon ein bisschen gewöhnt ist dran, das geht wunderbar von der Hand weg, ohne große Probleme. Auch größere Mengen, deswegen ist der leider auch dann schnell alle. Ja. Klingt die Minze sanft ab, sie klingt wirklich sanft ab. Wir haben das nicht, dass es abrupt aufhört, sondern wir haben hier wirklich ein bisschen länger was von. Und dann kommt tatsächlich so ein bisschen süßer Tabak raus. Und dieses Aroma gefällt mir sehr, sehr gut. Einfach, weil das super harmoniert. Also hier ist quasi sehr süßlicher Tabak, der fast schon einen schokoladenähnlichen Geruch hat. Und dann diese Minze, also quasi das perfekte After Eight auf natürliche Weise nachgemacht. Total genial. Gut, es ist wie gesagt, man muss Minze dann auch mögen. Das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Wenn jetzt Leute gibt, die sagen, Mensch, ich mag gerne süße Schnupftabake, der sollte an der schwarzen Minze gerne mal was probieren. Wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, Mensch, oh, ich mag aber nur Tabak echte, der Finger weg. Weil der ist schon ein bisschen, er wirkt auch nicht künstlich aromatisiert, so wie bei vielen anderen Schnupftabaken. Nein, hier haben wir wirklich, als wenn es wirklich ein natürliches Aroma ist. Also man merkt hier wirklich auch die Qualität. Ja, das bleibt auch relativ lange erhalten. Wie gesagt, die Minze fängt erst jetzt langsam abzuklingen. Und jetzt kommt leicht dieser süßliche Geruch raus, was sehr, sehr viel Spaß macht. Ne, vom gerösteten oder geräucherten, ich würde jetzt ein bisschen eher auf geröstet tippen, merkt man jetzt nicht so viel. Das ist wirklich so ein bisschen übertüncht durch die Minze und dieses süßliche Tabakaroma. Das kommt hier nicht wirklich durch. Gut, mag jetzt bei mir vielleicht so sein, vielleicht ist es bei euch anders. Ich rieche das Räucherige hier jetzt nicht so raus. Da gibt es andere, die man wirklich dann auch geräuchert wirklich richtig schmeckt. Beispiel Viking Dark oder Polarprise von Bernhard.
Das bleibt hier so ein bisschen auf der Strecke. Die Nase feuchtet er gut an und er bleibt auch super toll in der Nase drin sitzen. Also durch und durch macht das Schnupfen schon richtig Spaß. Ja, Preissegment. Jetzt nicht erschrecken, liebe Leute. Die ganzen Schnupftabake liegen hier natürlich im höheren Segment. Das liegt aber wahrscheinlich auch eher daran, dass es auch wirklich noch auf eine besondere Weise hergestellt wird und es auch wirklich besondere Sorten sind. Hier kostet zum Beispiel das 5 Gramm Fläschchen, aber es gibt das Fläschchen auch mit dazu, muss man auch ganz klar sagen, diese Verpackung schon. Man kann sich ja die Nachfüllpacks holen. Kosten hier 3,95 Euro. Bei beiden Shops, da gibt es jetzt keine Preisunterschiede. Ich müsste aber mal schnell nochmal gucken, was eigentlich der Nachfüllbeutel hier kostet. Wenn es den gibt, es gibt nicht für alle die Nachfüllbeutel, leider. Wäre ja cool, wenn es die auch noch für alle geben würde. Aber die gibt es hier leider noch nicht. Aber das macht nichts. Wir gucken mal, aber ich glaube, bei Schwarzer Minze gab es den auf jeden Fall. Und dann können wir gleich mal gucken. Also wie gesagt, wenn ihr starten wollt, die mal zu probieren, 5 Gramm, 3,95 Euro. Ja, mag den einen oder anderen jetzt natürlich ein bisschen erschrecken. Wäre, wenn wir rechnen, also für einen 10 Gramm Tabak 8 Euro, also wird das Vierfache von der Gletscherprise. Man hat aber auch vierfach mehr Spaß als mit der Gletscherprise, sei das mal ganz einfach so gesagt. Weil halt einfach ein besonderes Erlebnis auch da, sag ich mal so, mithängt. So, jetzt genug gesammelt. Ja, aber hier zum Beispiel Nachfüllpacks. Bombisch günstig. Ich gucke jetzt mal gerade, was gibt es sogar von allen. Ja, Schwarze Minze, 7,19 Euro. 30 Gramm. Ne? Also, ihr könnt auch nur die Nachfüllpacks bestellen. Aber ich denke, in den Flaschen ist der ganz gut aufgehoben. Ihr solltet zumindest, wenn ihr den einmal habt, ihr könnt ja auch wenn euch die Sorte nicht schmeckt, einfach den Aufkleber ab und dann könnt ihr auch den Nachfüllpack dann reinballern. Ich denke, dafür gibt es ja auch das Glas dazu und für 7,19 Euro, 30 Gramm, kann man nicht meckern. So sehen die dann aus. Ja, einfach mal probieren. Gut, Fazit, ja, Rosinski, Schwarze Minze, ja, Qualität, klasse, braucht man nicht gar nicht viel zu drüber sagen. Geschmacklich mag es ein bisschen auch Geschmackssache sein, es wird sicherlich den einen oder anderen abschrecken, aber es lohnt sich es durchaus mal zu probieren. Also wenn ihr ihn nicht mögt, mich könnt ihr ihn gerne schicken, ich schnupfe ihn dann auf jeden Fall weg. Nein, kleiner Spaß. Ja, lohnt sich durchaus mal reinzugucken. Wie gesagt, schön kräftiges Minzaroma, gepaart mit etwas süßem Tabak, also wirklich After Eight. Es ist durchaus mal ein Versuch wert. Auch wenn das preislich ein bisschen höher ist, dort sollten wir dann, ich muss mir jetzt tatsächlich mal die Nase putzen, weil der so schön die Nase anfeuchtet. Man hört es vielleicht auch schon, aber das macht nichts. Das gehört einfach dazu. Übrigens beim Ausschnupfen, finde ich, gibt es tatsächlich auch nochmal so einen kleinen Minzhauch nochmal hinterher. Und dann wieder Lust auf die nächste Prise zu machen. Ja, Bewertung. Schwierig. Wenn ich jetzt mal so vergleiche, ich habe den Kensington 7,5 gegeben, das unterscheidet schon mal Welten. 10 Punkte möchte ich Ihnen aber auch nicht geben, weil es einfach für mich persönlich einfach auch noch andere Sorten gibt, die ich ein bisschen lieber mag als die Schwarze Minze. Ich sage mal, wir treffen uns bei 8 mit der Tendenz ein bisschen höher, also 8 von 10 Punkten. Mal von den anderen Schnupftabaken abgesehen, das sticht wirklich schon etwas mehr heraus. Und aber ich denke, 8 von 10 Punkten ist eine gute Wertung. Es ist für mich nicht der beste Rosinski, aber es ist schon einer der guten. Wie gesagt, wir machen das ja jetzt easy und ich versuche mich wirklich eine ganze Woche auf einen zu konzentrieren. Und dann kriegen wir das hin. Ja, also die Schwarze Minze bekommt von mir 8 von 10 Punkten. Und ja, wer jetzt noch dran geblieben ist nach dem ganzen Gesappel, dem möchte ich erstmal recht herzlich danken. Und ich kann euch schon mal verraten, wir machen ja jetzt den Rosinski-Sonntag und ich habe mich auch tatsächlich mit dem Hersteller mal ein bisschen unterhalten. Wir haben uns ein bisschen geschrieben und das wird so sein, wenn die Rosinskis hier alle durch sind am Sonntag, wird es ein Spezial geben und ich werde dort zur Wirkungsstätte hinfahren und den Herrn, der das herstellt, mal ein bisschen ein paar Fragen stellen. Das wird
circa im Mai, Juni sein. Und da freue ich mich sehr drauf. Also es wird wieder ein Spezial geben im nächsten Jahr. Da freue ich mal drauf, weil das wollen wir wirklich mal richtig ein bisschen vor die Kamera auch mehr kriegen, sodass er auch noch mal ein bisschen zu Wort kommen kann und ich vielleicht die eine oder andere Frage über den Tabak noch mal genauer stellen kann. Klasse, gut, das soll es auch gewesen sein für den ersten Rosinski. Tut mir leid, es ist natürlich ein bisschen länger geworden. Die nächsten werden vielleicht etwas kürzer, aber hier ist es doch ein bisschen besser, ein bisschen mehr drüber zu erzählen. Nächsten Sonntag geht es weiter. Wie gesagt, wir machen ja erstmal jetzt im Moment nur Schnupftabak am Sonntag, den Rosinski. Keine Sorge für die Leute, die Schnupftabak mögen. Es wird natürlich noch weitergehen. Wir werden uns jetzt aber in der Woche immer explizit um Snus kümmern und um Kautabak. Einfach, weil ich mich immer eine Woche lang wirklich mit dem vorbereiten möchte. Ne? Und deswegen gibt es jetzt keine anderen Reviews von Schnupftabak. Die wird es sicherlich ab dem April natürlich auch wieder geben. Also es soll jetzt natürlich nicht für ewig Schluss sein. Aber wir haben jetzt erstmal die Rosinskis. Damit lassen wir uns Zeit, genauso wie ihr euch auch Zeit lassen solltet, wenn ihr ihn zu Hause habt. Wir lassen uns Zeit damit. Und wie gesagt, wir sind ja trotzdem immer noch einmal die Woche da. Ne? Und sobald alle Rosinskis durch sind, auch wenn wir das Interview noch nicht gemacht haben, natürlich geht es dann mit Schnupftabaken weiter. Keine Angst. Ne? Also wir bleiben am Ball. Es gibt, ihr könnt ja auch ein bisschen ins Archiv gucken, wir haben ja schon ein paar durch. Wer also noch nicht alles gesehen hat, hat jetzt die Chance, sich das ein bisschen anzugucken. Ansonsten, wir sehen uns ganz normal morgen wieder, am Montag, und dann geht es um einen Snus. Und in der nächsten Woche, am nächsten Sonntag, kümmern wir uns dann um den Rosinski Berliner Luft. Und da freue ich mich schon drauf, ich hoffe, ihr euch auch. Macht's gut, habt eine schöne Anfangswoche, wir sehen uns aber gleich morgen wieder. Und dann geht es mit Snooze weiter. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin. Tschüss.